Forschende haben eine bestürzende Entdeckung gemacht. Der Zwergplanet Pluto verliert in dramatischer Geschwindigkeit seine Atmosphäre. Bei diesem Video ist übrigens Tim von Astrocomics TV dabei, einem meiner Lieblingskanäle. Unbedingt abonnieren, der Link ist hier unterm i. Also, alles zum Pluto erfahrt ihr hier jetzt bei Klicks zum Science and Future. Los geht's! Herzlich willkommen. Klickzone gibt es jetzt übrigens auch als Podcast auf die Ohren. Die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind in der Videobeschreibung. Den Kleinen trifft es wirklich hart. Nachdem man ihn schon 2006 seinen Status als Planet beraubt hatte, verliert er jetzt auch noch seine Atmosphäre. Der Zwergplanet Pluto kommt einfach nicht zur Ruhe. Und das fing schon früh an, vor fast 100 Jahren. Einige von euch kennen sicherlich noch den Merkspruch, mit dem man sich die Planeten behalten kann. Der geht wie folgt. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Die Anfangsbuchstaben stehen dafür für die jeweiligen Planetennamen. Also mein gleich Merkur, Vater gleich Venus und so weiter. Leider haut dieser Spruch seit, jetzt schon 14 Jahren nicht mehr so ganz hin, denn seitdem haben wir nur noch 8 Planeten, da Pluto rausgeflogen ist. Wie konnte es dazu kommen? Eigentlich war alles gut. Im Jahre 1930 hat der erst 24-jährige Amerikaner Clyde Tombaugh Pluto entdeckt. Und damals war man sich sofort einig, dass es sich hierbei um einen Planeten handeln muss, da man schon lange vermutet hat, dass sich irgendwo hinter Neptun noch ein 9. Planet befindet. Alle waren so begeistert, dass sogar Walt Disney den Hund von Mickey Mouse nach dem neuen Zwergplaneten Pluto benannt hat. Doch im Laufe der Jahre wurden auch die Teleskope immer besser und man stellte dann nach und nach fest, dass Pluto viel kleiner ist, als man ursprünglich dachte. Und der Todesstoß, der kam dann im Jahre 2003. Da hat man nämlich den heutigen Zwergplaneten Eris entdeckt, hinter Pluto. Und Eris ist ungefähr gleich groß wie Pluto. Das heißt, im Prinzip hatten die Wissenschaftler jetzt nur noch 2 Alternativen. Entweder Eris auch zum Planeten machen, zum 10. Planeten, oder Eris nicht dazu nehmen, weil er so klein ist. Aber da musste man ja auch Pluto rauswerfen, denn er ist ja genauso klein. Und es kam dann echt zu einer super spannenden Konferenz der Internationalen Astronomischen Union. Das sind also die Top-Astronomen der Welt und die beschließen dann allerlei Sachen. Und die haben sich 2006 in Prag getroffen und mit einer ganz knappen Mehrheitsentscheidung dafür gestimmt, dass Pluto rausfliegt. Als Pluto dann kein Planet mehr war, stellte sich die Frage, was ist er dann? Und man hat dann für Eris und Pluto den neuen Begriff Zwergplanet erfunden. Und damals haben sich sehr viele Leute aufgeregt. Es gab dann Protestmärsche und Fanclubs und so. Und alle haben gefordert, dass Pluto wieder zum Planeten gemacht wird. Ich habe auch Sympathien für Pluto, aber ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, ihn zu degradieren. Denn das Problem ist, dass es mittlerweile noch weitere Zwergplaneten gibt. Neben Eris und Pluto hat man nämlich noch Makemake, Ceres und Haumea entdeckt. Und wer Pluto wieder zum Planeten machen will, der müsste die alle zu Planeten machen. Forscher glauben sogar, dass es im hinteren Sonnensystem hunderte Zwergplaneten geben könnte. Und wenn wir die alle zu Planeten machen, dann wird es ein bisschen inflationär. Oder? Was meint ihr? Schreibt uns mal in die Kommentare. War es richtig, Pluto rauszuschmeißen? Oder sollte er wieder ein Planet werden? Ganz schön bewegende Geschichte für so einen kleinen Himmelskörper. Und jetzt auch noch das. Pluto verliert seine Atmosphäre. Viele sind verwundert, dass Pluto überhaupt eine Atmosphäre besitzt. Denn normalerweise ist dies eher den größeren Himmelskörpern vergönnt. Eine Atmosphäre ist eine Art Schutzhülle um einen Planeten und kann sogar, oder in diesem Fall um einen Zwergplaneten, und kann sogar eben Leben ermöglichen. Unsere Erdatmosphäre schützt uns beispielsweise vor gefährlicher Weltraumstrahlung und bewahrt uns davor, nachts zu erfrieren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Atmosphäre beschützen und gefährliche Treibhausgase eindämmen. Doch auch kleinere Himmelskörper können eine dünne Atmosphäre besitzen. Plutos Gravitation genügt, um eine solche Schutzhülle ausbilden zu können. Und Astronominnen und Astronomen haben vor einigen Jahren sogar herausgefunden, dass seine Atmosphäre dichter zu werden scheint. Man erklärte sich das mit Plutos elliptischer Umlaufbahn um die Sonne. Die Distanz des Zwergplaneten zu unserem Heimatstern schwankt nämlich erheblich. An seinem sonnenfernsten Punkt ist er 7,4 Milliarden Kilometer entfernt, an seinem sonnennächsten Punkt nur 4,4 Milliarden Kilometer. Wenn er der Sonne näher ist,
führt die höhere Temperatur dazu, dass die Eisvorkommen auf Pluto beginnen zu verdampfen. Diese bestehen aus Stickstoff, Methan und Kohlenstoff, alles Stoffe, die dann gasförmig in die oberen Atmosphärenschichten aufsteigen und insgesamt dazu führen, dass Plutos Atmosphäre sich verdichtet. Sobald Pluto sich dann wieder von der Sonne entfernt, sinken die Temperaturen, große Teile seiner Atmosphäre gefrieren und es kommt zu heftigen Eisstürmen, bei denen gigantische Hagelkörner aus Stickstoff und Methan auf der Oberfläche aufschlagen. Vermutlich eines der spektakulärsten Ereignisse im Sonnensystem. Dieser Zyklus müsste eigentlich zu einer gleichmäßigen Entwicklung von Plutos Atmosphäre führen. Mal ist sie dichter, mal dünner. Da Pluto sich seit einigen Jahren von der Sonne entfernt, haben Berechnungen gezeigt, dass sein Atmosphärendruck seit 2016 um ca. 1% gefallen sein müsste. Doch jetzt die spektakuläre Beobachtung. Entgegen dieser Vorhersagen ist sein Atmosphärendruck um über 20% gefallen, also im Prinzip kollabiert. Festgestellt hat man dies durch eine raffinierte Methode. Man verwendet das Licht weit entfernter Sterne, wenn diese genau hinter Pluto stehen und ihr Licht durch seine Atmosphäre scheint. Wenn man dieses Sternenlicht dann mit speziellen Teleskopen auf der Erde untersucht, kann man genau feststellen, wie Plutos Atmosphäre das Sternenlicht verändert hat und dadurch dann Angaben über die Atmosphäre selber machen. Warum die Atmosphäre von Pluto jetzt so kollabiert, das ist ein großes Rätsel. Denn alleine die unterschiedliche Entfernung zur Sonne, die kann das nicht erklären. Es müsste also auf Pluto noch weitere dynamische Prozesse geben, wie zum Beispiel Geothermie. Von einigen Monden von Saturn und Jupiter, wie zum Beispiel Europa oder Enceladus, ist bekannt, dass es dort Eisvulkanismus gibt. Die Schwerkraft der Gasriesen, die knetet die Monde durch und das geschmolzene Eis, das spritzt als flüssiges Wasser an der Oberfläche raus. Das nennt man eben Eisvulkanismus oder Kryovulkanismus. Und auf Pluto könnte es Methan- oder Stickstoffvulkane geben, die die Zusammensetzung der Atmosphäre beeinflussen. Doch dann wäre zu klären, welche Kräfte den Vulkanismus auf Pluto antreiben. Denn eine Gravitation, wie sie von Jupiter oder Saturn ausgeht, die wirkt ja auf Pluto nicht. Deswegen ist das auch nur eine Theorie. Jetzt werfen sogar einige die These auf, dass es auf Pluto außerirdisches Leben geben könnte. Also vielleicht Alien-Bakterien, die in den dicken Eisschichten leben, in dem Methan- und Stickstoffeis und durch ihren Stoffwechsel die Zusammensetzung der Atmosphäre beeinflussen. Der Astrophysiker William MacKinnon, der formuliert es so. Für irdische Bakterien oder sogar andere Lebewesen wie Fische, wie wir sie von der Erde kennen, gibt es auf Pluto keine Grundlage. Doch ähnlich wie in den Methanseen auf Saturns größtem Mond Titan werfen diese Forschungsergebnisse den Verdacht auf, ob nicht gänzlich neue Lebensformen in diesen kalten und einzigartigen Flüssigkeiten leben könnten. Für die weitere Erforschung von Pluto kommt ein Problem hinzu, denn aus unserer Sicht bewegt er sich aus Richtung des galaktischen Zentrums weg. Das heißt, er bewegt sich jetzt in eine Position, in der hinter ihm Regionen der Milchstraße zu sehen sind, in denen viel weniger Sterne sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sternenlicht dann durch Plutos Atmosphäre fällt, die ist also viel geringer. Es wäre schon großes Glück, wenn es uns in den kommenden Jahren nochmal gelingen würde, Sternenlicht aufzufangen, das durch Plutos Atmosphäre durchgeschieden ist. Unsere beste Hoffnung, um mehr über den mysteriösen Zwergplaneten herauszufinden, ist es, in größere und bessere Teleskope zu investieren. Eigentlich sollte in den nächsten Jahren ja das James-Webb-Teleskop an den Start gehen, ein Weltraumteleskop, das deutlich besser sein wird als das Hubble-Teleskop. Und das hat ja schon spektakuläre Bilder und Erkenntnisse geliefert. Das James-Webb-Teleskop soll vor allem spektakuläre Fotos im Infrarotbereich machen können und könnte uns so detaillierte Aufnahmen von der Zusammensetzung von Plutos Atmosphäre liefern. Doch leider wurde der Start des James-Webb-Teleskops in den letzten Jahren immer weiter nach hinten verschoben und die Arbeit daran wurde wegen der Corona-Pandemie nun erneut unterbrochen. Es sieht also aus, als würde Pluto für uns vorerst ein großes Rätsel bleiben. Mehr Informationen über den kleinen Zwergplaneten erhaltet ihr in Tims Animationsclip 5 Fakten über Pluto. Falls ihr auf Astronomie in Zeichentrickform steht, abonniert unbedingt Tims Channel Astrocomics TV. Ihr findet dort hunderte galaktische Weltraumclips und könnt Tim helfen, sein Ziel von 30.000 Abonnenten zu erreichen. Also abonnieren, abonnieren, abonnieren und ansonsten bis dann. Bleibt dran.